Ja, hallo ihr Lieben, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Sonntag vor Ostern. Wir haben uns heute entschlossen, raus an den Grill zu gehen. Wir machen heute einen Schinkenbraten in Bierkruste. Viel Spaß! Ja, hier unsere Zutaten für heute. Sehr überschaubar. Wir haben einen Schinkenbraten, eine Fertigmischung Landbrot und die wird dann mit unserem Bier angerührt. Das war's auch schon. Ja, unsere Brotbackmischung ist nun in der Rührschüssel. Das Bier habe ich etwas erhitzt. Soll ja auch bei Erkältung helfen. Es geht hier um die Hefe. Ich habe es ein paar Sekunden in der Mikrowelle erhitzt, sodass es lauwarm ist. Und das Ganze verrühren wir nur. Das Ganze wird nun in der Küchenmaschine verrührt und verknetet, halt zu einem Brotteig. Unser Teig ist nun fertig durchgeknetet und den lassen wir jetzt abgedeckt circa eine Stunde gehen. Ich gehe jetzt auch irgendwo hin und zwar raus an den Grill. Ja, Freunde, unsere Kugel ist auf circa 200 Grad vorgeheizt. Jetzt kommt das gute Stück drauf. Ich hatte jetzt vergessen zu erwähnen, dass er schon fix und fertig gespritzt ist. Ja, ich denke mal halbe bis dreiviertel Stunde bleibt er jetzt erstmal drinne. Unseren Braten haben wir jetzt nach einer Stunde vom Grill runtergenommen. Unseren Brotteig haben wir ausgerollt. Und unser Braten wird dann im Brotteig fachmännisch eingearbeitet von meiner Frau. Ja, wir haben noch ein paar Kohlen draufgelegt, Pizzastein vorgeheizt und jetzt kommt das gute Stück auf den Stein. Deckel geht zu und das lassen wir jetzt für eine Dreiviertelstunde bis Stunde erstmal backen. Ja, Freunde, 70 Minuten war unser Brot jetzt auf dem Stein. Wir nehmen es jetzt runter, drinnen lassen wir es noch ein bisschen abkühlen und dann sehen wir uns zum Anschnitt wieder. Ja, Freunde, es ist soweit. Wir kommen zum Anschnitt. Das ist gut. Das hört man. Bist du durch? Ah, ich glaube. Schwierig, wa? Vor allen Dingen, es ist doch ein bisschen heiß. Ah, ich kann es noch nicht ganz auseinanderziehen. Das dauert. Ah ja, guck mal. Ja, aber wie ich gesagt habe, guck mal hier unten drunter durch die Flüssigkeit ist es ein bisschen klitschig. Aber ich denke, das wird trotzdem schmecken. Da gehe ich mal stark von aus. Sieht die andere Seite aus? Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Ja, und wir Okay. servieren. Nee, was machen wir heute? Wir servieren dazu heute. Krautsalat und Tzatziki. Ja, und beim Tellerbild sehen wir uns wieder. Und danach natürlich zum Fazit. Ja, ich denke, eine ganz leckere Sache. So ein Schinkenbraten mal im Bierkrustenteig, ne? Oder es war eigentlich ein Bierbrot, ne? Die Dippe dazu, also nach einer Scheibe war ich wirklich satt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und ich sage euch eins, für zwei Personen ist das viel zu viel. So, dann kommen wir mal auf die nächsten Tage und Wochen zu sprechen. Es ist ja wieder Bärlauchzeit. Und nicht nur Bärlauchzeit, auch Spargelzeit. Und da werden wir in den nächsten Wochen halt auch so mal ein bisschen ein paar Gerichte bringen, die wir halt ja auch schon letztes Jahr bringen wollten, es zeitlich nicht geschafft haben.
Und das nächste Gericht wird schon am Mittwoch kommen. Und zwar, lasst euch überraschen. Bis dahin, tschüss.